Ja, wir wollen uns jetzt anschauen, die Stabilität der Lösung von Anfangswertaufgaben für gewöhnliche Differentialgleichungen. Und dazu beweisen wir zunächst mal das Lemma von Gronwall. Und dazu sei I das Intervall AB. Und wir betrachten die Funktionen Alpha, Beta und U von I nach R. Im ersten Fall sei U einmal stetig differenzierbar und die Ableitung erfülle die Ungleichung U' von t kleiner gleich Alpha von t plus Beta von t mal U von t. Das ist schön, dass die Ableitung diese Ungleichung erfüllt, aber das Problem ist, dass U erscheint sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite und die Frage ist, können wir dann das U nach oben auch insgesamt abschätzen? Und die einfachste Idee, die wir vielleicht hätten, wäre, naja, nehmen wir mal an, hier vorne steht ein gleich, ja, also da steht U' von t gleich Alpha von t plus Beta von t U von t, dann ist das einfach nur die lineare, inhomogene, gewöhnliche Differentialgleichung, die hier steht. Und für die haben wir die Lösung bereits angegeben, beziehungsweise sie haben das in den Übungen getan. Und die Lösung ist das, was ich hier vorne hingeschrieben habe. Okay, das heißt, wenn hier ein Gleichheitszeichen stände, dann wäre U von t gleich diesem U von a und so weiter. Und die Hoffnung wäre, naja, wenn hier vorne ein kleiner gleich steht, naja, da ist dann ja vielleicht tatsächlich das U von t auch kleiner gleich dem hier vorne auf der rechten Seite. Und insbesondere taucht natürlich auf der rechten Seite das U nicht mehr aus, außer in der konstanten U von a hier vorne. Das heißt, wir haben hier eine echte Abschätzung nach oben für das U. Ja, und das ist im Augenblick natürlich nur Hoffnung, das müssen wir natürlich beweisen, was da steht. Okay, und was wir tatsächlich benutzen werden, ist eine Anwendung dieses Satzes. Und zwar sei jetzt eine Funktion, Beta eine Funktion, die nicht negativ ist. Und es gelte, naja, im Grunde sowas wie eine integrierte Form von dem da oben, also U von t kleiner gleich Alpha von t plus dem Integral a bis t Beta von s U von s ds. Und ich behaupte, dann haben wir auch hier eine Abschätzung von U nach oben. Und ja, Sie sehen sie hier vorne, ich lese sie hier jetzt nicht nochmal extra vor. Vor allen Dingen auch deshalb, weil wir hinterher diese zweite Abschätzung benutzen werden, aber in einer etwas vereinfachten Form. Okay, der Beweis ist sehr einfach, aber leider sehr unübersichtlich. Und schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Seien wir zunächst mal, ich habe das in vier Teile geteilt und im ersten Teil wollen wir was ganz Einfaches zeigen, nämlich seien Phi und Psi stetig differenzierbare Funktionen auf dem Intervall AB. Es gelte Phi von A kleiner gleich Psi von A und es gelte Phi Strich von T kleiner gleich Psi Strich von T für alle T aus AB. Naja, das bedeutet erstmal, dass Phi minus Psi, die Ableitung davon, ist kleiner gleich 0. Ja, das ist Phi Strich minus Psi Strich, das ist kleiner gleich 0. Also ist Phi minus Psi monoton fallend. Andererseits gilt, naja, hier vorne steht, dass Phi von A ist kleiner gleich Psi von A. Das heißt also, Phi minus Psi von A ist kleiner gleich 0. Naja, das heißt, Phi minus Psi ist eine monoton fallende Funktion. Am Anfang ist sie kleiner gleich 0, das heißt, sie ist immer kleiner gleich 0 und das bedeutet Phi von t ist kleiner gleich Psi von t für alle t aus dem Intervall AB. Okay, das wollen wir jetzt nochmal anwenden. Und in diesem zweiten Teil sei jetzt Phi eine stetig differenzierbare Funktion auf AB und Psi nur noch eine stetige Funktion. Und es gelte, dass Phi Strich von t kleiner gleich Psi von t ist für alle t aus dem Intervall AB. Okay, um das hier vorne anwenden zu können, hole ich mir eine Stammfunktion von Psi. Und zwar definiere ich mir das W von t als Phi von a plus Integral a bis t Psi von s ds. Das ist eine Stammfunktion von Psi und an der Stelle a hat das den Wert W von a gleich Phi von a. Okay, dann gilt also Phi' von t ist kleiner gleich Psi von t nach Voraussetzung und das ist W' von t, denn das W war eine Stammfunktion von Psi. Außerdem gilt Phi von a ist gleich W von a, das heißt alle Voraussetzungen von 1 sind erfüllt für dieses Phi und das W und es gilt Phi von t ist kleiner gleich W von t. Und das schreibe ich hier mal aus. Es gilt also Phi von t ist kleiner gleich Phi von a plus dem Integral von a bis t Psi von s ds. Okay, gut. Das wollen wir jetzt
anwenden. Und zwar schauen wir dazu zunächst mal auf eine Anfangswertaufgabe für die lineare, auf eine lineare homogene Anfangswertaufgabe. Das heißt also, lineare homogene Anfangswertaufgabe wäre sowas wie V' von t gleich minus Beta von t V von t mit der Anfangsbedingung V von a gleich 1. Die Lösung dafür haben wir bereits im letzten Kapitel, im ersten Teil dieser Vorlesung angegeben. Die Lösung ist einfach, dass V von t gleich e hoch minus Integral von a bis t Beta von xi dxi. Okay. Gut, wir schauen uns an, was ist das U mal V'. Und das U ist jetzt wirklich das U oben aus unserem Satz, für das wir die Ungleichung haben. Ja? Also dieses U hier oben ist jetzt das U, das ich hier vorne einsetze. U mal V' ist natürlich gleich U' mal V plus V' mal U. Okay, das V' ist Lösung der linearen Differentialgleichung hier. Das heißt also, es gilt V' gleich minus Beta mal V. Das heißt also, das ist dasselbe wie U' mal V minus Beta mal V mal U. Okay, jetzt ist das V positiv. Ja, das V ist eine Exponentialfunktion. Das heißt also tatsächlich, dass V ist immer positiv. Und U' ist nach oben begrenzt, und zwar durch Alpha plus Beta mal U. Naja, dann ist das hier also kleiner gleich Alpha mal V plus Beta mal U mal V minus Beta mal U mal V. Okay, das hier hinten fällt raus. Das heißt also, das ist gleich Alpha mal V, was hier steht. Und insgesamt erhalten wir die Ungleichung. U mal V' ist kleiner gleich Alpha mal V. Okay, das ist aber genau von der Form, die wir hier oben hatten, mit dem Phi gleich U mal V und dem Psi gleich Alpha mal V. Ja? Okay, das heißt, ich setze das ein und erhalte, wenn ich da hier vorne diese, ich setze das hier, das ist die Voraussetzung, ich setze das Ganze hier vorne ein und erhalte, dass U von T mal V von T ist kleiner gleich U von A mal V von A plus dem Integral von a bis t, Alpha von s, v von s, ds. Okay, jetzt beachte ich noch, dass das v von a, das war ja gleich 1, das heißt, das hier vorne fällt weg. Und das v von t kenne ich ja, ja, also das ist diese Funktion hier vorne. Und durch die teile ich einfach mal. Wenn ich dadurch teile, fällt das im Minuszeichen hier oben weg und ich muss im Grunde multiplizieren mit, mit e hoch dem Integral a bis t, Beta von xi, dxi. Okay, und außerdem ist das Ganze ungleich 0. Ja? Das heißt, ich darf auch tatsächlich dadurch teilen. Okay, das heißt also, es gilt, dass U von T ist kleiner gleich U von A mal 1 durch V von T und das ist E hoch Integral A bis T Beta von S ds plus, naja, Sie können selber lesen, ja, Integral A bis T Alpha von S. V von S setze ich jetzt ein, das ist das hier vorne. Dann teile ich noch durch das V von V von T. Das heißt, es gibt so ein E hoch minus Integral, E hoch plus Integral A bis T Beta von Xi dxi. Die kann ich noch ein bisschen zusammenfassen und ich erhalte tatsächlich genau die Form, die ich hier oben im Satz behauptet habe. Ja, genau, das ist genau die Form, die wir dann erhalten. Okay, gut, das hat schon mal funktioniert. Für den zweiten Teil schauen wir uns an die rechte Seite aus der Ungleichung. Und zwar, ja, da muss ich jetzt doch nochmal wieder dahin. Im zweiten Teil haben wir so eine Abschätzung, U von t ist kleiner gleich Alpha von t plus dem Integral a bis t Beta von s U von s ds. Ich setze mal das V von t gleich, ja, dieses Integral hier vorne, ja, diese Stammfunktion von Beta von s mal U von s. Und dann haben wir das folgende. Also das V von t ist gleich dem Integral a bis t, Beta von s, u von s, ds. Naja, mit anderen Worten, meine Ungleichung oben, die heißt jetzt u von t ist kleiner gleich Alpha von t plus v von t. Okay, ich schaue mir an das V' von t. Naja, also man sieht sofort, das V ist eine Stammfunktion von Beta mal u. Das heißt also, V' von t ist Beta von t mal u von t. Da das Beta größer gleich 0 ist, oder ist es sogar Beta größer gleich 0 ist, ja, Beta größer gleich 0 haben wir hier, gilt, das ist kleiner gleich Beta von t mal Alpha von t plus Beta von t mal V von t, denn wir hatten ja gerade gesehen, oben U von t ist kleiner gleich Alpha von t plus V von t. Ja? Also gilt auch das hier vorne. Okay, außerdem ist V von a gleich 0.
Okay, aber Sie sehen schon, das hier ist jetzt genau von der Form, die wir für 3 benutzt haben. Ja? Also hier vorne, das heißt, vielleicht guck mal, das V' von t ist kleiner gleich einer Funktion in t plus Beta von t mal V von t. Naja, das ist genau die Form, die wir hier oben, für die wir hier vorne die Ungleichung hergeleitet haben. Ja? Also das heißt, also V' von t ist kleiner gleich Funktion in t plus Funktion in t mal V von t. Ja, das ist genau die Voraussetzung für 1. Wir können 1 einsetzen. Und wenn wir das tun, dann erhalten wir hier, dass V von t ist kleiner gleich dem Integral a bis t Alpha von s Beta von s e hoch Integral s bis t Beta von xi dxi ds. Okay, gut, jetzt hatten wir aber, dass u von t ist kleiner gleich Alpha von t plus V von t. Ja, okay, das heißt also, u von t ist kleiner gleich Alpha von t plus V von t. Das haben wir hier vorhin abgeschätzt und wir haben, dass u von t ist kleiner gleich Alpha von t plus dem Integral a bis t Alpha von s Beta von s e hoch Integral s bis t Beta von xi dxi ds. Ja, und das ist genau das, was wir oben vorausgesetzt haben. Jetzt sagen Sie vielleicht, mein Gott, das ist ja vielleicht wuselig. Ja? Und das kann ich mir erstens nicht merken und zweitens sehe ich auch nicht, wie man das mal irgendwie anwenden könnte. Und glücklicherweise brauchen wir nur einen Spezialfall. Und der Spezialfall ist, dass das Beta konstant ist. Und wir schauen uns einfach mal an, was wird aus dieser Voraussetzung und was wird aus der Voraussetzung und was wird aus dem Ergebnis, aus dem Satz, wenn das Beta konstant ist. Naja, also erstmal, es musste sein u von t kleiner gleich Alpha von t plus dem Integral a bis t Beta von s u von s ds. Wenn das Beta konstant ist, dann kann ich es zumindest mal hier vorne rausziehen. Das heißt also, die Voraussetzung ist jetzt, dass u von t kleiner gleich Alpha von t plus Beta mal Integral a bis t u von s ds ist. Okay, wenn das erfüllt ist, dann ist die Folgerung, dass u von t kleiner gleich Alpha von t ist plus, naja, das V von t und das plus V von t und das war kleiner gleich dem Integral a bis t. Beta können wir rausziehen. Beta ist konstant, können wir nach vorne ziehen, bleibt hier vorne ein Beta. Und dann haben wir das Integral von a bis t, Alpha von s. Und dann haben wir glücklicherweise hier was wir tatsächlich ausrechnen können. Nämlich hier steht das e hoch, das Integral von s bis t, Beta von xi dxi. Wenn das Beta konstant ist, ist das nichts anderes als e hoch Beta mal t minus s. Okay, und das ist zwar immer noch vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist genau die Form, die wir dann im nächsten Satz über die Stabilität auch tatsächlich verwenden werden.